Hi, ich bin Stefanie Heinzmann und ihr seht mich bei Hessen Party TV. Du hast ein T-Shirt an. Wir haben vorhin schon erfahren, es ist ein T-Shirt, was du sehr gerne trägst. Mehr sei an dieser Stelle nicht gesagt. Wir haben jemanden hier, Stefanie, und zwar ist das Julia. Julia ist 8 Jahre alt und kommt aus Fulda. Magst du mal zu uns kommen, Julia? Die hat das Treffen. Ja. Hat sie nämlich, der Papa hat bei uns angerufen. Mhm. Und dann hat der Papa was. Nämlich, was hat der Papa versprochen, was du mitbringst heute hier? Oh yeah! Geil! Sag mal, was das ist. Das ist für dich. Oh, total süß! So geil. Ich habe heute noch der Band im Bus gesagt, dass ich gerade gesagt habe, dass ich so ein Shirt bin. Ich hätte nie gedacht, dass du als echt kommst. Kannst du es mal kurz beschreiben, was es ist? Ein weißes T-Shirt mit Deutschland und Schweiz Flagge. Julia, hast du das selber genäht? Weil das sieht so professionell aus. Total geil. Nee, das hat die Oma genäht. Die Oma ist die Beste, ne? Hast du noch eine Frage an dich? Möchtest du irgendwas wissen? Mit wie viel hast du angefangen zu singen? Also, ich habe als kleines Kind so ein bisschen gesungen, halt aber nicht speziell. Und dann richtig angefangen zu singen mit 14 oder 15. Hast du noch ein bisschen Zeit? Du bist ja erst 8. Singst du auch schon? Ja, ein bisschen. Toll, was singst du denn? Ich bin in der Musikschule, da singen wir auch ganz viel. Schön. Und kannst du auch ein Lied von der Stefanie nachsingen? Nee, nicht so gut. Okay. Musste jetzt auch nicht. Dafür ist sie ja selber da und geht nachher auf die Bühne und singt dann für dich. So machen wir es, oder? Genau. Okay. Vielen Dank, dass du da warst. Hat sonst jemand eine Frage? Vielleicht. Am besten dann mal kurz zu mir kommen. Ja, auf los jetzt. Also mein Bruder hatte eine Band, eine Rockband, also immer ein bisschen Musik gemacht und da kam ich so ein bisschen auf den Geschmack. Und dann eben mit 14, 15 in der 8. Klasse bin ich dann so auf die Musik gekommen. Dann durch die Gesangslehrerin auch zum Jazz und zum Soul und zum Funk und ja. Weißt ihr euch in Popo, wenn ihr jetzt nicht gefragt habt? Natürlich. Ja, wie alt bist du eigentlich? Das wollte ich mal wissen. Ich bin 19. 19? Ja, okay. So deinen Style wollte ich mal fragen. Hattest du den schon immer so? Also jetzt, nein, jetzt nicht unbedingt. So Schlabber-Lieblingsshirt oder so, aber so auf der Bühne so die Outfits oder die du anhattest, auch so bei den Castings? Also ja, das sind eigentlich alles meine Klamotten. Also da wollte ich immer mein eigenes Zeug anziehen. Wobei es ja auch eigentlich ganz schön ist, wenn man so angeboten bekommt, hier hast du nicht Lust, mal was Neues aus unserer Kollektion vorzuführen. Ist da irgendwie Jean-Paul Gaultier schon auf dich zugetreten? Ja klar, wenn Jean-Paul Gaultier ein paar Baggy-Hosen rausbringt, dann bin ich voll dabei. Ich muss zugeben, ich glaube, die meisten von uns tun sich auch ein bisschen schwer damit, sich Stefanie Heinzmann in diesen spitzen Madonna-BHs vorzustellen. Sehr schön, dass du hier bist. Wir drücken dir alle die Daumen, Chaka, für nachher für den Auftritt. Dankeschön, danke, danke. Können wir nochmal einen fetten Applaus haben für Stefanie? Sehr gerne mal mit dir singen würden. Was? Hättest du dazu Zeit und Lust? Ja, Zeit? Natürlich. Dann sing mal. So, wer fängt an? Wer kann vorzählen? Sie muss ja nachher noch für euch singen. Jetzt seid ihr dran. Vielleicht, wenn du dich auch zu ihnen stellen würdest. Ja, danke. Also jetzt will ich was hören. Ich sing gleich noch. Ich sing gleich noch. Diese Mimen Brothers, my man, my man alone. He's a me one, your son of a gun, and keeps me by the telephone. He's a Mimen Brothers, my man alone. He's a me one, your son of a gun, and keeps me by the telephone. Total geil. Also das ist für mich sowas ziemlich unrealistisch. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie wegen mir hier sind. Ich freue mich natürlich total, dass sie hier sind. Aber es ist so ein bisschen unrealistisch. Aber es ist wirklich cool. Was ist das gleich für ein Gefühl, vor Tausenden von Menschen zu singen, die alle auch meistens deinetwegen gekommen sind? Ja, ich hatte so ein bisschen Angst, als ich die Bühne gesehen habe, muss ich echt ehrlich zugeben. Aber ich freue mich total heute Abend.
Essen? Hast du da irgendwelche Verbindungen mit? Nee, eigentlich echt überhaupt nicht, weil ich hatte vorher halt mit Deutschland eigentlich gar nichts zu tun, außer dass ich den Europapark kannte, wie jeder in der Schweiz. Aber sonst echt gar nichts. Und Tipp für heute Abend zum Beispiel? Echt übelst. 3000 zu 5. Ja, hallo? Natürlich. Wem drückst du denn die Daumen bei der Europameisterschaft, wenn nicht der Schweiz? Ich glaube Deutschland. Glaubst du? Ja, und sonst England. Ich habe noch eine Frage vergessen, Stefanie. Wirst du das Trikot gleich tragen, was die Julia dir geschenkt hat? Also ich denke mir, wenn ich nicht aussehe wie ein Kartoffelsack. Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, ich finde das gerade echt witzig. Also vielleicht werde ich so nach Hälfte ausziehen, weil es echt heiß ist draußen. Aber ich glaube, ich werde es mal anziehen. Das finden wir schön. Cool. Das mag ich gar nicht, ist auch interessant. Ich hasse es, wenn man mich anlügt. Ganz übel. Also dann bin ich echt schweinesauer. Richtig stinkig? Ich bin überhaupt nicht nachtragend, aber dann bin ich echt stinkig. Singen. Fernsehen. Lieblingsbeschäftigung singen und Fernsehen. Ja. Und essen. Und schlafen. Wir Hobbys. Genau. Das schmeckt mir am besten. Früchte? Was für Früchte? Alles. Eigentlich, glaube ich. So ziemlich. Ich bin auch auf alles ein bisschen allergisch. Wenn ich groß bin, werde ich Sekretärin. Sekretärin. Nö. Sekretärinnen. Assistentinnen. Genau. Sekretärinnen, Assistentinnen. Sekretärinnen, Assistun. Und an der Rechtschreibung arbeiten wir dann nochmal. Ein Wunsch für die Zukunft. Schön, gesund und auf dem Boden bleiben. Datum, welcher ist denn heute? Der 7.? Ja. 7.6. Ja, 2008. Dankeschön. Ja, super. Sehr gut.